Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast zum Wintertheater diesen Jahres, 2012. Wir sind schon alle ganz aufgeregt. Wir haben hier die Besetzung von Clara und Robert als Teil des Wintertheaters. Und ja, ich würde euch bitten, euch einfach mal der Reihe nach irgendwie vorzustellen. Wir beginnen mal mit unserem männlichen Hauptdarsteller, dem Robert. Ja, mein Name ist Jürgen Beck-Rippholz, ich bin Schauspieler und ja, übernehme den Part von Robert, wie du eben schon gesagt hast, in dieser szenischen Lesung. Und ja, mehr gibt es da erstmal nicht zu sagen, weil die anderen möchten sich auch noch vorstellen. Vielen Dank, Robert. Ich bin die Sängerin des Abends, Friederike Kannenberg ist mein Name. Und ja, meine bezaubernde Pianistin Ilka Schibilak sitzt mir gegenüber, Auge zu Auge, und ja, ich werde die Kompositionen von Robert und auch ein Lied von der lieben Clara singen, und ja, alle Herzen werden natürlich schmelzen. Hallo, ich bin Katrin Reinhardt und ich lese und gestalte die Briefe von Clara Wieck-Schumann. Auch da werden alle Herzen schmelzen. Mein Name ist Ilka Schibilak. Ich werde das Klavier bedienen, so darf man das natürlich gar nicht sagen. Ich bin die Pianistin, die Sängerin, die Mezzosopranistin Friederike Kannenberg natürlich dementsprechend unterstützt und den Klang, die Stimme schön bettet. Ja. Vielen lieben Dank. Ja, ich als junges Mädchen, die keine Ahnung von Theater hat, möchte jetzt gerne mal wissen, was erwartet mich da eigentlich? Ist es ja ein Theaterstück voller herzzerreißender Szenen? Ist es eine Vorlesung? Du hattest ja schon angesprochen, die Briefe. Ja, was erwartet mich da? Worauf kann ich mich einstellen? Ja, wer Robert und Clara kennt, es war eine große Liebe zwischen einer Frau und einem, oder erstmal einem jungen Mädchen und einem Mann, der 9 Jahre älter ist, muss man sagen. Die haben sich ineinander verliebt, als sie noch sehr jung war, als Wunderkind gereist ist, als pianistisches Wunderkind durch Deutschland, und angetrieben von ihrem Vater, der dieses junge Mädchen natürlich in ihrer Karriere nach vorne treiben will. Wir hatten mal den Vergleich so zwischen uns zu Hause vorhin, zwischen Steffi Graf und ihrem Vater, und dann kommt natürlich diese Liebe zu Robert hinzu, und die steht dem Vater natürlich völlig in dem im Weg, und er versucht das mit allen Mitteln zu verhindern. Da haben wir so den Grundkonflikt, der erzählt wird, und die beiden dürfen sich nicht sehen, das wird verhindert, und diese Liebe findet halt statt über einen sehr interessanten und intensiven Briefwechsel, und die Katrin möchte dazu auch noch was sagen. Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Also es wäre ein Stoff für ein Theaterstück, ganz klar. Wir machen das hier aber anhand der tollen Briefe, die es zwischen den beiden gibt, weil die beiden konnten sich eine lange Zeit, durften sich nicht sehen. Das wurde ihnen verwehrt durch den Vater, der die minderjährige Tochter eben entsprechend unter der Kandare hatte und sich dagegen verwehrte, gegen diese Beziehung von den beiden. Und die haben sich einfach wundervolle Briefe geschrieben. Also wirklich Briefe und eine Art und Weise, sich auszudrücken, wie wir sie heute nicht mehr finden, glaube ich. Oder wenig, auf jeden Fall. Und über diese Briefe kommt man auch an diese beiden und vor allen Dingen auch an diesen großen Komponisten Schumann nochmal ganz anders ran. Und da gebe ich jetzt mal an Friederike weiter. Na, also es fällt mir gerade ein, weil gibt es so ein schönes Lied, was Ilka und ich, wir beide zusammen singen. Ich sage immer auch zum Klavier, es singt. Und ich grolle nicht, auch wenn das Herz mir bricht. Ja, und das kann man zu jeder schwierigen Situation auch heute immer wieder singen und fühlen und immer. Und ich grolle nicht, auch wenn das Herz mir auch bricht. Ja, also ich finde es einfach toll, und diese Musik ist so tröstend. Also ja, aus meiner Sicht gesehen. So, ja, ich habe gerade gesagt, ich als junges Mädchen, für wen ist Clara und Robert eigentlich gemacht? Wer kann sich das denn angucken? Wen interessiert das? Letztendlich werden sich natürlich überwiegend die Erwachsenen angesprochen fühlen, das ist natürlich ganz klar, die sich auch für Briefwechsel interessieren und natürlich auch für Musikgeschichte oder insgesamt geschichtliche Entwicklung. Ich muss nur hinzufügen, dass meine 12-jährige Tochter unglaublich angetan war, als wir im Februar diesen Abend präsentieren durften, in ähnlicher, abgewandelter Form vielleicht. Und sie mir hinterher sagte, dass sie einfach so gerührt war von diesen Briefwechseln und Clara absolut verstehen konnte. Von daher kann ich also auch guten Gewissens alle jüngeren Mitbürger oder Mitmenschen einladen, also ab 12. Lebensjahr, doch durchaus daran teilzunehmen und diesen Abend genießen zu wollen.
Mensch, da kann man sich ja auf viel Emotionen einstellen. Also ja, ich bin schon ganz berührt. Ja, tatsächlich. Du warst letztes Jahr Teil der Weihnachtsgeschichte. Und dieses Jahr auch, genau. Und ja, wir haben ja immer nur vor Augen oder wir hören immer nur im großen Spiegelzelt. Ja, was macht denn dieses Spiegelzelt so besonders? Was ist die Magie dessen? Und wieso zieht das die Leute jedes Jahr wieder so an? Das stimmt ganz genau. Ich durfte mir die Weihnachtsgeschichte im letzten Jahr anschauen. Und sie hat mich tief berührt, nicht nur, weil ich durch eine Zeitreise in eine ganz andere, ja, in eine ganz andere Epoche zurückversetzt wurde, sondern weil ich einfach von der Gesamtatmosphäre und von der Gesamtinszenierung so unglaublich angetan war, dass ich das also allen nur empfehlen kann, sowohl dieses Spiegelzelt aufzusuchen, aufgrund seines Charakters, seiner Ausstrahlung und seiner Wirkung auf die Menschen und auf das Gemüt und natürlich dementsprechend jetzt erstmal weitergehen, Margot. Ja, dieses Zelt da auf dem Eiermarkt, das ist wirklich wie so ein, es ist einfach ein Raum für sich. Also man ist da wirklich in so einer geschützten Atmosphäre. Es ist ganz kuschelig, ist sehr besonders eben durch die Ausstattung und auch durch diesen, man weiß, man ist in einem Zelt, es ist trotzdem warm, es ist ja geheizt und so weiter. Und man ist so entschleunigt. Man kann sich aus diesem ganzen Trubel zurückziehen, obwohl man mitten in der Stadt ist. Und das hat für mich eben auch sehr viel mit der Zeit von Clara und Robert und diesem Briefe schreiben und diesen in sich gründeln und spüren und sich ausdrücken auf eine andere Art und Weise, wie wir es heute gemeinhin tun, zu tun. Ja, also ich freue mich schon wahnsinnig und ich bin auch schon ganz gespannt, gerade auf euch beide, auf euch vier, Clara und Robert. Ich glaube, das wird ganz klasse. Und damit verabschieden wir uns. Das war ein super nettes Gespräch. Vier sympathische Akteure hier und kann ich nur sagen, kommt alle zu Clara und Robert.